Sie müssen pressen! Aua! Sie müssen pressen! Aua! Es ist ein Junge. Wie soll der Kleine heißen? Ich nenne ihn Aberonk. Heute ist sein erster Tag im Kindergarten. Ich wünsche dir viel Spaß. Mama, ich habe ein bisschen Angst. Kannst du nicht hier bleiben? Nein, Aberonk, tut mir leid. Ich muss leider gehen. Du überstehst den Kindergarten auch schon ganz alleine. Du bist schon groß und stark. Ich hole dich dann später wieder ab. Oh Mann, ey. Jetzt hat Mama mich ganz alleine gelassen. Jetzt bin ich ganz alleine im Kindergarten. Oh, das muss die Kindergärtnerin sein. Hallo, Kindergärtnerin. Ich heiße Aberonk. Ich bin neu hier. Ah, du bist also Aberonk. Deine Mama hat mir schon ganz viel von dir erzählt. Herzlich willkommen im Kindergarten von Toka Boka. Ich hab ein bisschen Angst. Kann ich wieder nach Hause gehen? Ach nein, Aberonk. Du wirst ja schon schnell neue Freunde finden. Ich würde vorschlagen, dass du dich einfach mal ein bisschen umschaust. Und ich gehe derweil in den Sandkasten. Na toll, jetzt bin ich ganz alleine hier. Und ich habe auch mein Kuscheltier zu Hause vergessen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich ganz alleine hier. Oh Mann, ey. Ich habe so Angst, dass ich hier gemobbt werde. Dass ich keine Freunde finde, dass die Leute hier gemein sind. Ich will lieber wieder nach Hause. Oh Mann, ey, Mann. Da ist ja ein Mädchen. Hey, na? Oh, hey, du bist neu hier, kann das sein? Ja, ich habe heute meinen ersten Tag. Ich heiße Aberonk. Wie heißt du? Hey, ich heiße Anna. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Anna. Schön, dich kennenzulernen. Wir werden bestimmt beste Freunde werden. Meinst du? Das wird mich freuen. 6 Jahre alt. Oh nein, heute haben wir unseren ersten Schultag. Ich bin so aufgeregt. Ich habe so Angst. Ach, Anna, weißt du noch damals, als ich meinen ersten Tag im Kindergarten hatte? Da war ich so aufgeregt und du hast dich um mich gekümmert. Heute werde ich mich um dich kümmern. Wir stehen den ersten Schultag gemeinsam durch. Du musst dir keine Sorgen machen. Meinst du wirklich, Aberonk? Oh, du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Naja, dann gehst du vor. Ja, Anna, ich gehe vor. Lass uns in die Schule gehen. Komm mit. Oh, das sieht aber ganz schön gruselig hier in der Schule aus. Oh, Mann, ey. Mach dir keine Sorgen, Anna. Wir halten zusammen. Wir haben die letzten Jahre schon zusammengehalten. Wir sind doch BFFs, oder? Ja, aber wir sind beste Freunde für immer und ewig. Da hast du recht. Oh, hier stehen die Spinte, ne? Ja, da können wir unsere Schulsachen reinmachen. Dann müssen wir die nicht immer mitschleppen. Und schau mal, da vorne ist ja sogar schon ein Junge. Hey, du hast recht. Hey, Junge, ich heiße Anna. Moin. Hallo, ich bin auch neu. Ich heiße Aberonk. Ihr seid also ekelige Neulinge. Ich werde euch mobben. Ich werde euch fertig machen. Die nächsten Jahre hier in der Schule werden die Hölle für euch. Gegen Neulinge habe ich was. Hey, sei leise. So kannst du nicht mit meiner besten Freundin Anna reden. Mach Platz, geh weg. Ahaha, wir haben hier einen kleinen Beschützer. Hey, dich werde ich schon noch fertig machen, ganz ehrlich. Oh Mann, Aberonk, das kann ja was werden. Anna, mach dir keine Sorgen. Ich bin immer dafür da, dich zu beschützen. Wenn ich da bin, brauchst du keine Angst haben. Wirklich? Wirst du mich immer beschützen? Ja, Anna, wir sind doch beste Freunde für immer und ewig. 12 Jahre alt. Hey, Anna, ey, heute im Theater soll ein richtig cooles Theater geben. Willst du mitkommen? Hey, Aberonk, natürlich, das hört sich doch super an. Okay, Anna, stell aber sicher, dass du pünktlich bist. Ich habe gehört, dass es heute eine ganz besondere Theateraufführung gibt und dass es da auch eine kleine Überraschung geben wird. Was, eine Überraschung? Oh, da bin ich aber gespannt. Weißt du vielleicht mehr? Ja, ich wurde in die Überraschung schon eingeweiht. Aber du musst wohl bis heute Abend warten, bis zum Theater. Ach Mann, ey, das ist so gemein. Naja, dann freue ich mich auf das Theater. Bis später. Und da sind wir. Hallo, ich hätte gerne einmal 2 Karten für das heutige Theaterstück. Hallo, herzlich willkommen im Theater von Toka Boka. Ja, das macht dann einmal 12 Euro. Hier, bitteschön. Dankeschön, ihr dürft jetzt reingehen. Aberonk, danke für die Einladung. Oh, das hat noch nie ein Junge für mich gemacht. Ach, Anna, ist doch nicht so schlimm. Heute gibt es nämlich auch eine richtig heftige Überraschung. Komm, lass uns mal ein bisschen weiter vorne hinsetzen. Ich glaube, das macht Sinn.
Okay, aber Ork, dann setze ich mich hier zu dir. Ich bin mal gespannt, was da heute im Theaterstück passiert. Ich bin schon richtig aufgeregt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, Anna, du musst doch nicht aufgeregt sein. Du schaust doch heute nur zu. Dir kann doch gar nichts passieren. Ja, stimmt. Aber wer weiß, was das für eine Überraschung ist. Ja, das könnte schon eine interessante Überraschung sein. Naja, Anna, ich muss einmal kurz für kleine Jungs. Das heißt, ich gehe hier einmal kurz vor den Vorhang lang und dann komme ich gleich zurück. So, Freunde, jetzt habe ich was für euch. Ich muss gar nicht für kleine Jungs. Das Ding ist, es gibt eine richtig heftige Überraschung für Anna. Hey, Aberog, da bist du ja. Und, ist Anna mitgekommen? Ja, Anna sitzt auf der anderen Seite der Bühne. Sie ist schon ganz aufgeregt. Hehe, das glaube ich wohl. Aber ich denke mal, du bist noch aufgeregter, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat Anna denn schon was vom Braten gerochen? Nee, bisher weiß sie gar nicht, was Sache ist. Oh Mann, dann wird das bestimmt eine coole Überraschung. Ja, das glaube ich auch. So, ich mache mich dann mal bereit und ich gehe jetzt hier hinter den Vorhang und dann weiß Anna später gar nicht, wie ihr geschieht. So, jetzt bin ich hinter dem Vorhang verschwunden und die Show geht sofort los. Hä, hey, die Show geht sofort los? Wo bleibt Aberog denn? Er wollte doch nur kurz auf Toilette. Oh, wartet mal, der Vorhang geht auf. Und los geht's. Hä, Aberog, hast du dich verlaufen? Was machst du da auf der Bühne? Nein, Anna, ich hab mich nicht verlaufen. Ich möchte hier und heute Abend vor allen Leuten etwas ganz Besonderes zu dir sagen. Oh, was? Echt? Was möchtest du denn sagen? Ich möchte sagen, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir kennen uns, seitdem wir im Kindergarten sind. Und auch noch während der Schulzeit. Wir haben schon so viel miteinander unternommen. Wir sind beste Freunde für immer und ewig. Und ganz ehrlich, Anna, ich hab mich in dich verliebt. Ich liebe dich, Anna. Was, Aberog? Oh, Mann. Ja, ich liebe dich auch. Ich habe mich schon gefragt, wann du mir das sagen wirst, weil ich habe mich das nicht getraut. Ich liebe dich. Ach, Anna, ich liebe dich auch schon lange und ich habe mich nicht getraut. Ich liebe dich auch. Lass uns für immer zusammen sein. Ja, wir bleiben für immer zusammen. 18 Jahre alt. Oh Mann, heute ist der letzte Schultag. Ja, heute ist der letzte Schultag gewesen. Das war so schön mit dir, in den Kindergarten und in die Schule zu gehen. Ja, was machen wir denn jetzt nur? Jetzt sehen wir uns nie wieder, denn bei der Arbeit werden wir ja wohl kaum zusammenarbeiten. Nee, bei der Arbeit werden wir kaum zusammenarbeiten. Es ist so schade, ich habe die letzten Jahre so genossen. Ja, ich auch. Zum Glück sind wir immer noch ein Pärchen. Zum Glück sind wir noch ein Pärchen. Wir müssen uns jetzt in der Freizeit auf jeden Fall öfter treffen, versprochen. Ja, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Okay, der letzte Schultag war schön mit dir. Ich muss jetzt zur Arbeit, denn ich habe eine neue Arbeitsstelle gefunden. Und hier bin ich nun. Das hier ist jetzt mein neuer Arbeitsplatz. Ab heute bin ich Bademeister in Toka Boka. Naja, ich hätte auch einen schlechteren Arbeitsplatz erwischen können. So bin ich immer draußen und so bin ich immer an einem Ort, an dem die Menschen Spaß haben. Das ist eigentlich ganz cool. Hey und hui, Plansch. Ja, und hier seht ihr es ja, die Leute haben echt Spaß. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen. So, schnell hier hochklettern und bam. Ey, du Lümmel. Wir springen hier nicht vom Beckenrand. Bitte benutzt die Sprungbretter. Och, Mann, ey. Ist ja gut, Bademeister. Dann gehe ich hier hoch und lalalala und Arschbombe und zack. So ist es richtig. Ich wünsche noch viel Spaß hier. Wir haben uns heute hier versammelt, weil Aberog und Anna sich das Ja-Wort geben wollen. Und darum frage ich Sie, Aberog, wollen Sie Anna zu Ihrer Frau nehmen, Sie lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und nun frage ich dich, Anna, möchtest du Aberog lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will.
Kraft meines verliehenen Amtes erkläre ich euch beiden hiermit zu Mann und Frau. Aber auch, sie dürfen die Braut nun küssen. Ja, wir haben geheiratet. Ich liebe dich. Ich liebe dich noch viel mehr, mein Baby-Bubu. Nein, ich liebe dich noch viel mehr, mein Baby-Bubu. Und ich kann es kaum erwarten, bis unsere Familie ein Kind mehr hat oder das erste Kind hat. Ja, hoffentlich haben wir bald unser erstes Baby. Viele Jahre später. Oh, es ist so schön, dass wir unser eigenes Haus haben. Ja, Anna, das stimmt. Aber ganz ehrlich, wir haben hier echt viel Platz. Das Haus ist echt groß. Es wird langsam echt mal Zeit. Wir haben das Kinderzimmer doch schon eingerichtet. Wollen wir das Thema mit den Kindern langsam mal angehen? Ja, aber komm, lass uns Kinder machen. Ich will schwanger werden. Und ich will Papa werden. Lass uns eine Familie gründen. Ja. Sie müssen pressen! Aua! Sie müssen pressen! Aua! Mensch, Anna, jetzt press doch mal! Sag mal, Leute, hier, ich bin hier die Frau! Aua! Sie müssen pressen! Ey, könnt ihr mal ein bisschen leise sein? Aua! Oh, es ist ein Junge. Wie soll der Kleine heißen? Ich hab gar keine Ahnung. Anna, du darfst entscheiden. Was? Ich darf entscheiden, wie unser Baby heißt? Es ist ein Junge. Es gibt so viele schöne Jungsnamen, so wie Lars, so wie Philipp, so wie Tim und so weiter. Unter all den schönen Jungsnamen, nenne ich unser Kind, Otto. Otto? Du willst unser Kind Otto nennen? Ja, schau ihn dir an. Er sieht aus wie ein kleiner, süßer Otto. Okay, gut. Wenn du den Otto nennen willst, dann heißt unser erstes Kind Otto. Ja, der kleine Otto. Oh, wie süß. Hey Otto, heute hast du deinen ersten Tag im Kindergarten. Papa, ich will nicht. Ich hab Angst. Ach, mein Sohn, dein Papa hatte damals auch Angst. Und er hat mich dann hier getroffen. Genau, Otto. Mama und ich haben uns hier im Kindergarten zum ersten Mal kennengelernt. Und schau mal, wir sind immer noch ein Pärchen. Also, halte deine Augen offen. Vielleicht wirst du hier die Liebe deines Lebens kennenlernen. Und vielleicht merkst du jetzt auch, dass du gar keine Angst haben brauchst. Okay, Mama und Papa, ich hab euch lieb. Hallöchen. Oh, wenn das nicht Aborg und Anna sind. Ihr habt euch hier damals im Kindergarten kennengelernt. Ihr seid echt erwachsen geworden. Es freut mich, dass ihr ein Baby bekommen habt und dass er jetzt hier in den Kindergarten geht. Ja, das freut mich auch. Hier, nimm mal den kleinen Otto. Du hast ihn Otto genannt? Gute Wahl, würde ich mal sagen. Den Namen hat sich Anna überlegt, also da bin ich nicht dran schuld. Okay, na gut. Ich kümmere mich jetzt um den kleinen Otto. Ihr könnt ihn später wieder abholen. Oh, das ist so romantisch. Hier haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist echt romantisch. Aber wir müssen jetzt nach Hause gehen. Anna ist jetzt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Und ich bin jetzt hier bei der Arbeit. So, ich bin immer noch der Bademeister und ich passe jetzt auf. Und schnell hier rauf und pui. Ey, Junge, du musst aufpassen. Das ist gefährlich, vom Beckenrand zu springen. Ja, gut, okay, Mann, ey, du Spielverderber. Dann benutze ich halt das Sprungbrett, Mann, ey. Ja, ich muss ja manchmal die Regeln durchsetzen, auch wenn mir das selber nicht gefällt. Aber was mir gefällt, ist mein Sohn Otto. Ich bin so stolz auf ihn. Aus ihm wird bestimmt einmal ein großartiger Mensch. Ich bin so stolz. Und Arschbombe, yay! Oh Mann, ey, es war so cool. Und jetzt gehe ich hier hin und ey, kein Bock hochzugehen. Und vom Becken anspringen und peng. Hey, ich ertrinke, ich ertrinke. Was? Nein! Arschbombe! Peng! Ich befreie dich, ich rette dich! Warte, ich hab dich gleich! Alter, ich hab dir doch gesagt, spring nicht vom Beckenrand. Oh mein Gott, wie geht's dir? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Oh Mann, ich hab voll viel Wasser geschluckt, ey. Na, wenn es ansonsten gut geht, da hast du gerade noch mal Glück gehabt. Gut, dass ich der Bademeister bin, sonst wär's ja jetzt gewesen mit dir.
Ja, ich spring nie wieder vom Beckenrand. Oh Mann, ey. Puh, mein Job ist echt wichtig. 65 Jahre alt. Oh Mann, ich bin echt alt und müde. Ich habe auch schon alle meine Haare verloren und tiefe Falten im Gesicht. Gott sei Dank habe ich da meine Frau. Ich leg mich mal zu ihr ins Bett. Hey Schätzchen, ich wünsche eine gute Nacht. Ja, das wünsche ich dir auch. Also Leute, gute Nacht. Ich hatte ein schönes Leben. Miam, 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 miam. Und Freunde, das war mein ganzes Leben in Toka Boca. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da und schau doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.